Herzlich willkommen zurück zu Odos Let's Plays. Wir haben jetzt hier aufgehört. Wir haben jetzt hier angefangen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Unsere Hauptprovinz ist belagert von irgendwelchen widerlichen gegnerischen Schiffen. Wir haben jetzt außerdem zwei anlandende Schiffe in unserer Nachbarprovinz in Domi entdeckt. Und ich habe mir überlegt für das nächste Mal, dass wir versuchen werden, einen der Nachbar, also einen der Regionen hier zu erobern. Dunlap wäre am besten. Das hat zwar ein Vor, aber es ist hier nur ein Hütchen. Und das spricht dafür, dass da relativ wenig Truppen drinnen sind. Also ich habe jetzt ein paar Mal gespielt und diese Hütchen, also wenn nur ein Hütchen drinnen ist, dann heißt das im Normalfall, dass da eigentlich nur Milizen drinnen stehen. Könnten wir mal ausprobieren. Und wenn wir Dunlap haben, könnten wir als nächstes versuchen, Ordun, also die Hauptstadt anzugreifen, dann hätten wir die mal aus dem Krieg draußen. Aber, wie schon gesagt, das machen wir nächste Runde. Diese Runde schauen wir noch, dass wir diese Schiffe da auflösen. Vielleicht können wir diese Schiffe allgemein da ein bisschen angreifen und fertig machen. Tja, schauen wir mal. Ja, was soll ich tun? Ich kann auch nichts dagegen tun. Ich habe meine gesamte Flotte dort. Ja, dann nehmen wir halt alles, wenn du mir noch immer sagst, dass es zu wenig sind. Sehr gut, das sind lauter grüne Balken. Grün klingt immer gut. Grün heißt nämlich, dass wir gewonnen haben. Sehr gut, wir haben da einen Handelszerstörer vernichtet. Ein Handelszerstörer ist geflüchtet. Ein Kriegsschiff vernichtet. Sehr gut, sehr gut. Ausgezeichnet, Freunde. Ausgezeichnet. Excellence, Smithers, würde Mr. Burns sagen an dieser Stelle. Ja, mittlerweile haben wir so viel Geld. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich damit machen soll. So, wir brauchen mehr Schiffe auf jeden Fall. Ich glaube, Truppen haben wir jetzt mittlerweile schon relativ gut ausgebaut, aber letztens haben wir ja eine Reihe von Schiffen verloren. So, was macht unser Prospektor? Da drüben diese Länder, da könnten wir auch prospektieren. Bin nicht ganz sicher, ob das irgendwas bringt. So, sehr gut. Was da gebaut? Jetzt brauchen wir dort noch. So, gibt es für dich auch noch was zu tun, was billig ist? Oder müssen wir mit dir auch schon auf Level 2 gehen? Ah, warte mal, du könntest. Ich glaube, in Hurschen. In diesen Gebieten hier haben wir auch Wälder gekauft. Kann das sein? Nö. Nein. Keine Wälder, die wir da ausbauen können. Schade eigentlich. Ah, doch, da. Stopp. Bleib stehen. Ich glaube, das bringt auch was. Weil das macht die fröhlicher und glücklicher uns gegenüber. Wälder aus. Das fällt aus. Ah ja, also Domi hat das Problem nicht mehr, dass da jemand ist, der versucht, uns umzubringen. Da drüben ist ein Schiff. Zwei Ships of the Line.
Respektiere, so, das schaut schon besser aus. Wie geht's euch? Noch geht's uns gut. Drei Warships. Puh, das könnte wiederum dazu führen, dass wir unsere Schipper Nakeln vernichten. Nee, wir gehen einmal vor Anker und lassen sie heilen. Und wenn der geheilt ist und die geheilt sind, gehen wir mal da gemeinsam zusammen und dann greifen wir gemeinsam an. Außerdem werden wir in der Zwischenzeit versuchen. Ja, ihr bleibt einmal stehen. Du gehst daher. Außerdem werden wir versuchen, noch ein weiteres Kriegsschiff auszubauen. Bau mal Grenadiere. Und die bauen wir aus seinem Meister. Bauen wir das aus? Nö, bauen wir nicht aus, weil wir haben zu wenig Material. Das würde ich gerne ausbauen, aber das Problem ist, das bringt ja nichts, weil mehr als 8. Mehr als 8 Eisen haben wir ja nicht. Und ich wüsste auch nicht, wo ich mehr Eisen herkriege. Erhandeln tue ich mir ja keines mehr. Vielleicht sollten wir das ausbauen. Vielleicht. Achso, nein, vielleicht sollten wir auch nichts ausbauen. Vielleicht haben wir Klug und Taxaco verkauft uns noch einmal Stahl. Gut, dann brauchen wir wieder mal drei, oder holen wir wieder drei Leute zu uns nach Hause. Noch haben wir ja keinen Mangel an Rohstoffen. Das heißt, wir können uns mehr neue Arbeiter leisten. Wir können es uns auch essensmäßig leisten. Wir haben 22, 11, 10 verbrauchen wir. Und derzeit transportieren wir 30, 15, 15 in die Hauptstadt. Sehr gut. Ja, kaufen wir wieder alles. Kaufen einfach alles, was wir kriegen und aus. Das ist eh so billig, diese Gebiet, diese Sachen. Außerdem, wenn wir es kaufen, kann es nicht irgendjemand anderer kaufen, der es vielleicht brauchen könnte. Regiment Grenadiere, okay. Opestunla Panzer und noch ein paar andere. Puh. Naja, das war abzusehen, dass da nichts zu holen ist. Das ist auch nichts zu holen. In Xinlu. Oh! In Xinlu haben wir ja ein Baumwollfeld, das uns gehört. Da könnten wir doch glatt den. Da ist noch eines. Da könnten wir ja glatt unseren lieben Farmer hinschicken. Ja, Prospekt, ich glaube, du hast nichts mehr zum Anschauen. Das ist ein bisschen elend. Du musst warten, bis wir Erdöl erfunden haben, gefunden haben. Geh mal daher.
So, und da brauchen wir auch noch ein Depot her. Und wenn wir das haben, dann können wir alle Waren von zwei verschiedenen Häfen dort ausführen. Das bedeutet, eigentlich müssten wir danach in der Lage sein, trotzdem Sachen heimzubringen. Naja, nicht wenn sie in der Suwa-See sind. Gut. Okay, ihr repariert's noch. Du bist fertig. Du fährst mal darüber. Hey, noch mehr Wolle. Machen wir da 36 und dann sind wir da eh voll. Noch ein Scharfschütze. So, wir brauchen dafür fünf Waffen. Wir werden aber trotzdem so ein Ship of the Line noch bauen. Wir werden dann jetzt nicht sowas machen, sondern wir bauen ein Ship of the Line. Nächste Runde können wir dann wieder Truppen bauen. Scheinbar sind letzte Runde unsere Waren nicht so gut angekommen bei den anderen Völkern, Staaten. Yay, Haxako bietet uns wieder was an. Aber ja, kaufen wir alles. Putney ist now eine Town. Na, das freut mich aber. Und noch ein Ship of the Line. Opacity. Rifled Artillery. Das ist sehr gut in unserem Kampf. Jetzt können wir dann nämlich bessere Artillerie bauen. Mit besserer Artillerie könnten wir, ja, das kaufen wir noch glatt. Die 10.000 holen wir ja aus dem Ärmel. So, was können wir über die Rifled Artillery sagen? Traditionally, cannons were made of bronze, but as artillery grew larger, this became prohibitively expensive. Consequently, wrought and cast iron cannons became more common. Okay, oh, wir haben Kanonen nicht mehr aus Bronze, sondern aus Eisen gemacht. Often these guns were reinforced with bands of iron to prevent them from flying apart when firing. Na schon. Die wurden Stahl verstärkt, die Stahlkanonen wurden Stahl verstärkt, damit sie nicht auseinandergeflogen sind. Make it possible to use larger guns. Dadurch konnten wir auch größere brauchen. Desire for greater range and accuracy led to rifling the barrels of the new guns. Firing such a gun could result in damage to the barrel until flexible copper bands molded to the rifling were used to prevent wear. Ah, okay. This new technology allows recruiting of field artillery and siege artillery regiments and upgrading older artillery to those modern units. Okay. Jo. Also was spricht fürs Aufrüsten nachher? Fürs Aufrüsten spricht, dass diese Artillerien extrem stark sind. Die aufgerüsteten, und ich werde das auf jeden Fall machen. Aber um das zu machen, brauchen wir noch mehr Waffen, als wir eh schon haben. Wow, unser erstes Hemd, das wir verkaufen können. Sehr gut.
das Aufrüsten, für das Aufrüsten spricht, dass wir keine zusätzlichen Leute dann brauchen. Gegen das Aufrüsten spricht, dass es fast genauso teuer ist, wie wenn wir gleich neu kaufen würden. Ja, was soll ich tun? Ich will eh was dagegen machen. Aber ja, machen wir das. Und das auch. Und der wird weiterverarbeitet. Zu einem Meister. Ja, auch mehr. Noch mehr. Dann haben wir noch weniger Stahl für alles andere. Wenn wir 4 Waffen produzieren pro Runde, dann können wir zwar eine Field-Artillerie aufrüsten. Na, machen wir jede zweite Runde. Dafür können wir dann noch sowas bauen. Nummer 3. So, gibt es da jemanden, der bei uns versucht anzulanden? Nein, eigentlich nicht. Die sind zwar da recht zahlreich, aber andanden tun die dann noch nicht. Nochmal X. So, ihr seid geheilt, das heißt, ihr geht auch einmal daher. Du machst mal das. Du kontrollierst mal hier. Na gut, machen wir weiter. Haxako bietet uns 10 Stahl. Das müssen wir kaufen. Egal wie viel es kostet. Bist du wahnsinnig? Wir haben trotzdem einen Gewinn von 24.000 gemacht, diese Runde. Arg. So, Rifled Artillery. Ihr seht hier diese Rillen, das ist das Rifled. Dadurch konnten sie weiter schießen. Ah, und noch ein General. Okay. Ein Regiment Grenadiere und ein Regiment Scharfschützen. Ja, ich weiß, das sind überall Hostile Forces. Was soll ich tun? Ich führe halt mit jedem Krieg. Ich bin einfach so toll. Was? Wir haben die sogar gekauft. Breechloading Rifle. Ah, wir können die Rifles auch verbessern. Das ist ja cool. Das machen wir dann doch glatt. Muss auch einfach nur stehen. Du machst einfach weiter. Und du gehst nach Zinlio. Irgendwelche Schafherden, die wir noch nicht gemacht haben, haben wir leider nicht gefunden. Na, dann machst du einfach da weiter. So, jetzt können wir natürlich, ihr seht da, die Bilder sind bereits aufgerüstet. Aber ich glaube, die werde ich jetzt noch gar nicht aufrüsten, sondern eher meine
Hauptarmee, die zu Hause rumsteht. Und die vierte leichte Artillerie haben wir bereits aufgerüstet. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Weil das sind nämlich die, die wir nachher auch in den Kampf schicken werden. Drei reicht das. Dieses Gebiet müssen wir nicht nur erobern mit unseren Schiffern, sondern wir müssen es eigentlich auch, wir müssen eigentlich auch mit relativ vielen Schiffen hier anlegen, damit wir das erobern können. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. So, Breech Loading Rifles. Ja. Was auch immer. Uah, das muss ich jetzt nicht durchlesen, oder? Ich kaufe es mir sowieso. Dadurch können wir nämlich unsere letzten Truppen auch noch verbessern. Das bedeutet aber, wir werden jetzt keine neuen Truppen mehr bauen in nächster Zeit. Weil wir alles aufrüsten werden, wenn geht. Das würde bedeuten, wie viele könnten wir dann bauen? 18. 18 Holz könnten wir dann bauen, beziehungsweise 18 Holz und Dings. Mal 3. Sehr schön, wenn wir das ausbauen könnten. Aber wie wir schon vorher festgestellt haben, wir haben zu wenig Eisen. Wir haben auch zu wenig Schafe scheinbar. Ja, das sollten wir ausbauen. Weil Holz können wir noch um einiges mehr intern her transportieren. Das brauchen wir noch lange nicht kaufen. Dann könnten wir eigentlich das auch gleich ausbauen. Den Rest des Stahls investieren wir in Schienen. Das war's dann schon. Das ebenfalls. Boah, das sammelt sich an. Unglaublich. Naja, immerhin Haxako müsste uns eigentlich lieben. Dafür, dass wir ständig sein Zeug abkaufen. Nächste Runde. Schade, kein Stahl, das uns verkauft wurde. Breech Loading Rifles. Das heißt, Hinterlader haben wir entdeckt. Okay, Patagon, echt jetzt? Uah. So, ich werde nach dieser Runde einfach Schluss machen für heute und schlafen gehen. Brumm, 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 brumm. Du kannst nichts machen, du kannst nichts machen. Du hast das zweite Ding gebaut. Juhu. Wir sind so klug. Vor allem wir von Gottes Gnaden. So, dann bauen wir da auch noch was her, nämlich auch ein Depot. Das ist zwar auch ein bisschen riskant, aber was soll's, was kann man machen? Gut, in Dormi. Könnten wir rein theoretisch auch schon einen Haufen aufrüsten, machen wir aber nicht.
So, dann machen wir das, oder? Warte mal. Da sind, puh, relativ viele Schiffe. Die würden verhindern, dass wir Leute anlanden können. Wir machen das so. Wir versuchen, diese Schiffe abzufangen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Das ist immerhin ganz toll zum Verkaufen, aber dort reinschicken. Ja, machen wir noch so einen. Ah, okay. Ja, jetzt kriegt man ja keinen Stahl mehr. Passt. So, dann können wir mehr verkaufen, weil wir keine Leute rekrutiert haben. Gut. Na dann, Freunde, sage ich euch. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Gute Nacht. Bye bye.